Hallo und herzlich willkommen. Exido ist mal wieder da mit Marc und ja, Ich bin höher als sonst. du bist höher als sonst. Letztes Mal war ich tiefer, was man ja nicht gesehen hat, weil meine Aufnahme verschwunden ist. Ah, du warst tiefer. Ja, ich wurde tiefer gelegt. Ja, Flachgelegt. Diesmal bin ich höher, weil ich jetzt wieder einen anderen Stuhl habe, nachdem mir mein Stuhl zusammengekracht ist letztens. Mit Knie drauf. ich höre davon aber irgendwie nichts. Ja, ich bin aber auf meine Eier gefallen und seitdem bin ich höher. Oh, du armer Kerl. So, ich würde gerne noch zum Anfang eine Anekdote erzählen. Ist nicht unbedingt ein Intro-Gig, ist aber eine ganz nette Geschichte, finde ich. Ich war nämlich dieses Wochenende beim Aufnehmen für Ace Attorney, Folge 1 zumindest. Auf Deutsch. Sehr schön. Ja, weil ich wollte das ja fandubben. Und die Folge ist so gut wie fertig. Die sollte eigentlich im Verlauf der Zeit, die jetzt vergeht von der Folge, wenn sie hochgeladen wird, bis zu irgendeiner anderen Folge, wenn Dem sie Ende des hochgeladen wird. Universums. Genau. Irgendwann wird das auf jeden Fall da sein. Ich hätte ja überlegt, vielleicht am 3. August, weil der Fall am 3. August spielt. Und zwar wirklich am 3. August 2016. Fun Fact Krass. übrigens, Phoenix Wright ist zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt, beziehungsweise sogar noch ein bisschen Genau wie später, ich. 24. Hey! Genau wie ich, Mann. Edgeworth ist übrigens genauso alt wie Phoenix, ungefähr. Ja, Das also stimmt ja noch nicht ganz. von daher, ja, das passt irgendwie dann nicht ganz so. Aber ich finde das lustig, dass ich einen Typen synchronisiere, der genauso alt ist wie ich. Und zwar zu dem gleichen Zeitpunkt, zu dem er genauso alt ist wie ich. Oder vielleicht nicht ganz. Phoenix Wright wurde nämlich 1992 geboren und nicht 1991, laut Ace Attorney. Timeline. Ich wollte gerade sagen, du musst mal schauen, vielleicht hat er am Ende sogar noch mit dir Geburtstag. Nein, hat er leider nicht. Er ist wie gesagt, 92 Schade. irgendwann geboren. Ich weiß aber nicht, wann dann. Es wird wohl auch nicht so gesagt, aber an sich, es kann natürlich sein, dass er in 92. Moment, oh Gott. Relativ. Nee. Er muss ja vor dem 3. August geboren worden sein, sonst wäre er nicht 24. Am 3. August. Gut, das heißt. Er wäre definitiv nicht ganz ein Jahr jünger als ich. Definitiv nicht. Weil 26. September und so. Jo, nee, was ich sagen wollte. Und zwar, es gab erst Komplikationen, als ich dahin gefahren bin. Zug. Baum auf Zug. Gleis und Zug ausgefallen. Aber trotzdem, Klassiker. es ist noch lustig geworden. Eventuell kommt davon auch mal was auf YouTube, so ein Making-of-Stuff. Making of Zug. Nein, vor allem wir haben da so einen Typen auf einmal, weiß ich nicht, mehr oder weniger spontan eingeladen. Ey, willst du mal jemanden mitsprechen? Ich muss sagen, es ist nicht ganz perfekt gelaufen und wir haben es auch nicht bis zum Ende hinbekommen, das irgendwie besser zu machen, weil ich meine, es war überhaupt kein, also er war nicht darin trainiert, irgendwas zu synchronisieren und sowas. Am besten Als ob ich das hier, wäre. das ist die schlimmste Stelle, die dabei rausgekommen ist. Man kann drüber hinwegsehen, würde ich sagen. Ich konnte vor lauter Angst nicht reingehen. Also legte ich sofort zum nächstliegenden Münztelefon und rief die Polizei. Das war um 2 Uhr nachmittags. Ja, gut, Ja. ja, finde ich. Ich meine, ich bin immer noch der Meinung, dass mein Richter am unprofessionellsten Finde ich gar nicht. Ich meine, passt doch irgendwie. klingt. Der Richter klingt halt wirklich so wie jemand, der die Stimme verstellt und nicht Ja, jemand, der diese Stimme einfach ja. hat. Na, auf jeden Fall, auch wenn Also es nicht, wie nicht. wenn ich Ja. ganz letzter rede. Also auch wenn der Fan-Up vielleicht nicht perfekt ist, ich werde ihn so hochladen. Und unsere Mia, die hat wirklich echt ihr Bestes gegeben. Die war ja auch am Ende eines Dings schon zu hören, eines Parts. Und am Ende dieses Parts werde ich nochmal eine Stelle einfügen mit der neuen Mia-Stimme. Von der gleichen Person. Bitte merkt euch das, wenn ihr euch das anhört. Aber gut, jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Spiel. Wir haben schon wieder Zeit verquatscht, ne? Gut. Ich finde lustig, dass dein Video total hinterherhängt. Bei Was? mir zumindest. Wieso? Ich sehe dich noch das reden, was du vor 2 Minuten gesprochen hast oder so. Und wild rum gestikulieren und so. Das kann doch gar nicht sein. Ist aber so. Durch die Übertragung bedingt wahrscheinlich. Ja, aber das darf nicht. Dann siehst du ja auch nicht rechtzeitig. Doch, das kommt rechtzeitig, oder? Hä? Also bei mir steht, deshalb konnte ich ihm niemals nach dem Leben trachten. Ja, und was steht jetzt da?
Jetzt steht da, Herr de Victoire war ein wundervoller Mensch. Scheibenkleister. Das ist nicht gut, das weißt du. Ich weiß, wieso ist das jetzt schon wieder so? Ich weiß es nicht. Drück mal nochmal. Sag mal, wenn du drückst. Ich habe gerade eben gedrückt. Aber es... Also. Moment, ich jetzt drück geht's noch... weiter. Ja, ich drück nochmal zurück. Mhm. Krass, oder? Das hat sich aber schon angeglichen. Vorher war es krasser, glaube ich. Oh. Und wieder zurück. Jetzt hast du gerade krass oder gesagt im Bild. Ja. Die Technik macht uns zurzeit immer einen Strich durch die Rechnung. Auf jeden Fall. Was machen wir jetzt? Skype? Dann hörst du halt nicht. Neu starten? Dann hörst du halt nicht mit in Skype. Aber was war? Ach, und die Macht hast du auch nicht. Tja, Pech. Ja, oder TeamViewer noch mal neu starten. Okay. Jetzt besser. Achso, ich müsste ja erstmal rumschalten. Hallo? Hallo? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ich habe umgeschalten. Ist schon mal gut. Was hast du umgeschalten? Na, auf Pia Post. Achso, habe ich nicht aufgepasst. Mal nochmal. Jetzt geht's weiter. Deshalb konnte ich ihm niemals nach dem Leben. Oh, schön. Ich hoffe, das bleibt so. Ansonsten... Schauen wir mal. Ja, genau. Weil sonst würde ich denken, was würde ich denn denken? Nichts. Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Das würde ich denken. Gesundheit. Ich habe nichts gehört, ich habe genießt. Entschuldigung, danke. Okay, können wir? Ich bin bereit, ich bin bereit. Ja, geh mal bitte nochmal näher ans Mikro, bitte. Danke. Okay. So. Besser? Ja, sehr besser. Bestamente. So, aber was war das? Ein wundervoller. Was? Ja, war er, der mir die Arbeit in dieser Zunft entfall? Hatten wir das schon mal angegriffen? Ich glaube nicht. Moment mal. Ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, was es ging. Ja, eben. Ah, nee, das kenne ich noch nicht, ehrlich gesagt. Ihr sagtet, ihr wurdet dank Herrn de Victoire eine Eilbotin. Korrekt. Ich brauche ein, wie nennt man das nochmal? Ein Wunderkind. Und dann weiß ich nicht, auch. Ich aß die Milch, ich trank das Brot und als ich wiederkam, da war er tot. Ich stahl Brotäpfel, Brotäpfel und so weiter von Brotäpfel. Ich stahl Brotäpfel und so weiter von Stränden und Gesellschaften. Was? Von Stränden und Gesellschaften. Ja. Von der Videan GmbH und Co. Ja. Von Ständen! Ja, was sonst? Ja, damals übrigens im Mittelalter, da gab es auch Stände, den Adel. Ich hab mich noch gewundert, wieso am Strand ein Apfel liegen soll. Naja. Das ist ja nicht mal ein Animal Crossing. Was? Nee, ja, stimmt. Da wächst an Stränden was anderes. Ja. Ich Brotstahl. Ne? Sondern Stahlbrot? ich Stahlstahl. Ich stahl Stahlbrot. Ich stahl Boote von Stränden. Besser als Strote von Bänden. Oh Gott. Oh, das hat er aber eingeschädelt. Naja, jedenfalls. Ich stahl Brot, Äpfel und so weiter. Von Ständen und Gesellschaften. Geschäften. Das war jetzt wirklich keine Absicht, ich schwöre. Ja, ich glaub dir das. Pokémon Glomanda. Ja, genau, Pokémon Glomanda ist wieder dabei. Ich habe so viel Gesellschaft jetzt gesagt, dass ich jetzt gar nicht mehr Geschäfte lesen kann. Von Geschäften, aber nur um zu überleben. Nein! Was? Hast du weiter? Ja!
Bei mir steht immer noch, ich stahl Brot, Äpfel und so weiter von Ständen und Geschäften. Ab jetzt, in Skype rüber. Ich war überall unter... Mach mal nochmal. Also, ich lese mal dann noch weiter eins. Ich war überall unter den Händlern des Marktzirkus, Bezirks. Lies weiter! Ich hab gedrückt. Ich war berühmt oder vielmehr berüchtigt. So, ich filme mal. Was? Mach mal. Was? Mach weiter. Ich hab schon weiter. Schon lange. Ach so. Ja, warte, hier läuft... Ich filme das Ganze mal. Wann's denn... Jetzt geht's bei mir weiter. Boah, ist das ein Ding. Okay. Auch von Frau Becky geklaut. Also, ab. Ab zu Skype. Ab zu Skype. Moment, ich mach mal zu. Tschüss. Das gibt's doch nicht. Das ist doch wohl die Technik, die begeistert. Die Verschei... Naja, wie auch immer. So, Momentchen. Rufen wir mal Marky Boy an. Tut! Hallo. Hallo auch. Ich weiß gar nicht, ob sie es wussten. Nein, ich glaube eher nicht. Ich auch nicht. So. Frau Becky. Ob sie auch von Frau Becky geklaut hat? Soll ich mal so eine gewisse Emmy-Stimme reinpacken? So wie ich das auch in dem Fan-Dub mache? Ja, es damit muss ja eine gewisse Kontinuität geschaffen werden, von daher ja. Genau, weil im Fan-Dub ist uns ja aufgefallen, dass Mia mit der Altstimme nicht so toll klang. Und dann habe ich einfach zu der Sprecherin gesagt, mach doch mal eine Emmy-Stimme. Das klingt aber nicht so übertrieben wie meine Emmy-Stimme. Richtig, aber es klingt so passend. Ihr werdet es gleich noch sehen am Ende der Folge. Das ist richtig. Ja, finde ich wirklich so, wie ich mir eine Mia immer vorgestellt habe. Also bitte macht Kommentare dazu. Ich würde am liebsten nochmal gleich den Vergleich so nebeneinander packen. Ja, mach. Mache ich. Also erst das Alte, obwohl das Alte, das war ja schon in einer anderen Folge. Dann mache ich das ja nochmal. Ich denke, die werden alle das Alte noch kennen. Ich kann's nicht. So. Naja. Und eines Tages nahm ich hatte Victoire. Als sie in seine Residenz, das meine ich. Also in seiner Residenz. Mit seiner Exzellenz. Von einem. Voller Dekadenz. Herr de Victoire half mir. Er hat mir geholfen, die geeignete Arbeit zu finden. Nicht eine, sondern die. Dekadenz, ist das nicht so ein, ist das nicht so eine Zahnpasta? Nee. Dekadent. Dekadent. Oh, wenn ich sage, ich würde echt, die würde 20 Euro für so ein Typchen kosten und die hieße Dekadent. Wieso 20 genial. Euro? Das muss ja dekadent sein. Na wieso, wenn du 10 Euro dafür verlangst, ist es auch dekadent. Stimmt, ist noch besser. Ne? Das ist dann ein doppelter Wortwitz. Ja. Genial. So mache ich das. Also Zahnpasta für 10 Euro, dekadent. Aber dafür wird sie nie teurer. Außer vielleicht 10 Euro und 10 Cent. Richtig. Oder 100 Euro. 100, 100 Euro. 10.000. 10 Euro. Ah, also 100. Mhm. 10 mal 10 Euro, ja. Und so wurdet ihr Eilbotin? Korrekt. Wisst ihr, ich kann nur alles richtig, richtig gut. Ich kann laufen wie der geölte Blitz. Ja, wegrennen vor anderen. Und das Ganze ohne Gleit gehen. Zuerst habe ich es nicht ernst genommen. Also den Job meine ich. Bei Herrn Direktor. Ohne, du weißt schon. Ich habe mir nichts aus Arbeit gemacht. Die Arbeit hat sich auch nichts aus mir gemacht. Oh. Doch dann bemerkte ich es, dass es nicht verkehrt ist, nützlich zu sein. Also nützlich für andere Menschen. Wie Herrn de Victoire, der sie nahm. Also schulde ich ihm einiges, wisst ihr? Herrn de Victoire, den meine ich. Ja, also zum Beispiel Äpfel, Brot. Stahl. Stahl. Und Gesellschaften und an Stränden. Ja. Ach, welch herzerwärmende Geschichte. Ja, von einer Frau, die geklaut hat. Und nicht verurteilt wird. Hat der Richter da gerade eine Träne mit dem Saum seines Umhangs weggewischt? Laufen mir da gerade Tränen vom Gesicht?
Nein, das ist Schweiß. Je mehr ihr über Herrn Direktor erfahrt, desto offensichtlicher wird, dass niemand einen Grund hatte, ihn zu ermorden. Auf jeden Fall scheint es so zu sein. Und er hat mir da, ja. Ja, wollen wir mal? Ja. Vielleicht hat sie ja doch. Entschuldigung. Die Verschwiegenheitspflicht ist eine Regel, die unter Eilboten üblich ist, oder? Soll ich das so machen? Ja, das ist schon ein bisschen arg fast wieder. Ja, ne? Ganz so arg war es nicht im Anime. Nee. Find ich. Die Verschwiegenheitsregel ist eine Regel, die unter Eilboten üblich ist, oder? Ich muss das jetzt üben, weil ich muss den ja im Anime dann auch immer. Muss auch immer gleich sein. Ja, ich hätte ja auch gern so eine Emmy-Stimme da drin, aber ich weiß nicht, ob das bei Phoenix Wright so hinhaut. Versuch's. Korrekt. Ein Eilbote darf niemals den Inhalt eines Briefes, Namen oder Adresse preisgeben. Das heißt, oder einer Adresse. Ja, ne? Der Inhalt. Oh Mann. So, den Inhalt eines Briefes, eines Namen oder einer Adresse. Ja. Der Inhalt eines Namens. Was ist der Inhalt eines Namens? Ich glaube auch, das ist anders gemeint. Den Inhalt, Namen oder... Das ist aber trotzdem... Darf niemals Namen oder Adresse... Inhalt, Namen oder Adresse, aber dann den würde da nicht... Das klingt irgendwie blöd. So oder so, ne? Hm, ja, ich überlege grad. Also machen wir jetzt Ende mit dieser Folge und zeigen Mia. Okay. Wir wechseln von Pia zu Mia. Mia. Verteidigung, beginnen Sie mit dem Kreuzverhör. Jawohl. Nun, jetzt kannst du dich beweisen. Wenn dein Klient unschuldig ist, dann muss der Zeuge in seiner Aussage gelogen haben. Gleiche die Aussage mit den Beweisen ab. Es muss sich ein Widerspruch ergeben. Finde ihn. Widerspruch? Genau. Die Beweise enthalten den Schlüssel zur Wahrheit. Schnapp ihn dir. Okay. Ich versuch's. Also, euer Ehren, in der Aussage des Zeugen befindet sich anscheinend ein klarer Widerspruch. Oh, aber wo denn bitte? Also, ich finde, wir sollten uns alle zusammensetzen und ihn gemeinsam finden, nicht wahr? Was soll das denn jetzt? Jetzt ist nicht die Zeit zum Spaßen, sondern zum Nachdenken. Tut mir leid. Der Autopsiebericht? Was ist das? Na gut.